Ah, da ist ein Mülleimer. Ja, sehen Sie ruhig her. Sehr gut, Stimm. Pass auf. Gute Zusammenarbeit. Ja, hast du gut gemacht. Oder? Baulich auch schön, muss man sagen. Ja, aber du bist kein Mülleimer, Stimm. Auf keinen Fall. Gut. Aber ich schlucke nicht alles. Nee, aber wir halten die Gesellschaft sauber. Ach, das ist das immer. Das ist Parallele. Gut. So, dann los, gell? Ab. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle hier seid. Es ist ja ganz schön voll. Herzlich willkommen zum Obsessive Underground Festival. Ich möchte mal meine beiden Mitorganisatoren zu mir nach vorne bitten. Tommy Kessler und Christian Grundei. Und ihr dürft dann auch klatschen. Das Obsessive Underground Festival ist ein Filmfestival, was jetzt einmal lief im Bunker. Da haben wir drei Filme gezeigt, unsere eigenen Filme. Es gibt unglaublich viel unabhängige Filmemacher oder Kino in Hamburg. Das ist so ein bisschen die Frage, wie man Independent definiert. Und viele definieren sich darüber, dass sie gerne Filme zeigen, die eigentlich funktionieren wie große Filme, nur einfach ein kleineres Budget haben, und das finden wir eigentlich nicht so toll. Na, guck mal, das zeigt ja auch an, dass da ist auch der Bedarf, ne? Ein deutliches Ja. Um das zu fördern, würde ich dir empfehlen, morgens deine Meditation zu machen, jeden zweiten Tag eine lebensmittelfreie Kost zu dir zu nehmen. Als Schauspieler kriegst du ja nur einen Teil davon mit. Es ist tatsächlich so, dass die ganze Energie, die ich sehr früh bei Christian festgestellt habe, die ist halt so fokussiert, und das ist toll. Man trifft ganz viele Schnacker, so gerade bei dem Underground, so ganz viele, die echt so erzählen und sagen, ja, ich plane echt einen super Film und ich habe auch ein geiles Drehbuch und so. Und dann fängt man vielleicht sogar an, mit denen zu drehen, und irgendwann verläuft das so im Sand und dann passiert nichts mehr. Es war auch ganz schön, weil, wie gesagt, ich konnte ganz viel von meinen eigenen Ideen reinbringen. Auch ganz viel so, also die ganzen Erklärungen, wenn man improvisiert, greifen dann ja automatisch auf Dinge zurück, die man kennt und die man mag. Und manchmal überschüttelt man sie dann ein bisschen oder überspitzt sie, und dann wird es lustig. Oder auch nicht, aber meistens lustig, bei uns eigentlich lustig. Die unlustigen Sachen hat er rausgeschnitten, das ist ja das Gute an Christian. Genau, jetzt Angriffssituation. Genau. Ja. Super. Ja. Nochmal. Genau. Jetzt drücken. Jetzt kannst du. Ah. Jetzt, genau. Was soll ich weitermachen? Jetzt muss man noch die Kraft. Ah. Sehr gut. Ja. Fein. Ja, das ist. Das geht natürlich zu weit. Ja. Ja, aber das war richtig. War das okay? Perfekt. Das ist ein super Gegenstand. Das ist super. Weißt du, da rechnet keiner mit. So, erstmal ist er so. Ja. Da überraschst du deinen Angreifer mit deiner Kraft, weißt du? Das ist, wie du sagst, ist alles nutzen, was rumliegt, was, ja. Was. Ja, sehr gut. Man stellt das auch selber als Filmemacher, finde ich, häufig fest, dass man genau in diese Falle stappt, die man eigentlich doof findet, dass man eben Dinge so macht, weil man sie meint, sie so zu kennen, anstatt sich dann auch auf was Neues einzulassen. Bei der Flunder, würde ich sagen, haben wir dann doch ein paar Dinge ziemlich konsequent durchexerziert. Gerade dieses Freie und dass es konsequent aussieht wie eine Dokumentation und komplett nicht beleuchtet und solche Geschichten. Das war so ein bisschen schon Konzept. Muss halt auch jeder für sich selber sehen, wie radikal er das jetzt auch empfindet. Wenn man zum Beispiel independent dreht und komplett frei agiert, darf man auch mal langweilen. Es muss jetzt nicht jeder Film sich mit dem nächsten Transformers messen können. Einfach Underground macht und eben nicht Fernsehen nur ohne Geld. Da musst du aufpassen, dass du. Nicht, dass deine Waffen sich gegen dich wenden, weißt du? Ich muss aufpassen, du hast recht. Hast du recht. Heute kauft man sich eine Kamera für 500 Euro, die fantastische Bilder liefert, und einen Computer von der Stange, mit dem man wunderbar schneiden kann. Und man ist einfach in einer total dankbaren Situation, und trotzdem gibt es Leute, die behaupten, ohne ihre Fantastilliarden könnten sie keine Filme machen. Das stimmt ja erstmal nicht. Natürlich macht man dann andere Filme, aber darum geht es ja eigentlich auch, oder uns zumindest.